Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Südtirol aktuell im Gespräch und heute ein ganz neues Format, die Sommergespräche und unter dem Motto Politiker sind auch Menschen und hier haben wir eben verschiedene Politiker eingeladen, wo wir auch mal privat nachfragen möchten und danach geht es um das Politische, aber seid gespannt. Heute begrüße ich Peter Enz, der Kandidat der Freiheitlichen hier in Meran. Bürgermeisterkandidat und auch Sozialsprecher und ich freue mich ganz sehr auf das Interview mit dir. Hallo Peter. Hallo, guten Morgen. Und was auch ganz wichtig ist, bei deinem Interview reden wir Dialekt und sind per Du und es ja, sollte ein tolles Format sein. Ja Peter, erzähl uns etwas von deiner Person. Wie lebst du so, wie alt bist du? Also ich bin 56 Jahre alt, bin Meraner, bin da geboren, habe da die Schulen alle besucht. Volksschule, Mittelschule, Handelsober. Habe nach der Handelsober, weil ich 2 Jahre Vertragsverlängerung gekriegt habe, habe ich entschieden, nicht studieren zu gehen, sondern habe bei der Kaufleutevereinigung in der Lohnabteilung gearbeitet, heute HDS. Und habe nebenbei angefangen, danach mein Werkstudium zu machen, also als Arbeitender gleichzeitig studiert. Habe in Brixen einmal die Kurse für den Religionsunterricht in der Volksschule gemacht und irgendwann einmal ist die Entscheidung gekommen, ich zu heiraten und die Arbeit ist nicht mehr das gewesen, was mir gefallen hat und ich habe meine damalige Freundin und heutige Frau gefragt, ob sie mir 2 Jahre den Rücken stärkt und das hat sie getan und dann habe ich in 2,5 Jahren das Oberschulstudium gemacht, habe die Scienza Religiose studiert und habe die Ausbildung für einen Religionslehrer gemacht. Habe nebenbei gearbeitet, wir haben geheiratet, wir haben unsere ersten 2 Kinder gekriegt. Wir haben, weil ich mein Diplomprüfung gemacht habe, habe ich vormittag gehört, dass wir das zweite Mal Eltern werden. War mega. Und ja, mittlerweile haben wir 3 Kinder, 3 erwachsene Kinder. Und ich bin eigentlich ein sehr, sehr zufriedener Mensch. Ich unterrichte jetzt seit ich verheiratet bin, auch an der Landesberufsschule Savoy, wo ich seit geraumer Zeit auch Vizedirektor bin. Und wie hast du dich dann entschieden, Politiker zu werden? Was war da dein Anlass? Ja, im Grunde ist es die Beschäftigung mit dem Glauben gewesen. Jesus hat gesagt, er braucht keine Schafe, die irgendjemand nachrennen, sondern er braucht Menschen, die Entscheidungen treffen, die für ihre Handlungen gerade stehen. Und ich glaube, Politik ist genau das, was man dann braucht, dass man, wenn man eine Kritik hat, dass man auch sagt, was bist du bereit dafür zu tun? Und nicht gleich schimpfen, sondern konstruktive Vorschläge zu machen, wie könnte man es besser machen. Und das ist eigentlich die Überlegung gewesen, ich will politisch in meiner Gemeinde tätig sein. Mir gefällt Meran. Ich mag Meran. Ich bin mittelt in der Stadt aufgewachsen. Also ich bin nicht einmal so stark nur in die Ortsgruppe, nur da draußen, sondern ich sehe Meran in allem als Ganzes, auch wenn es viele Kirchtürme hat. Und nein, es ist einfach die Liebe zur Stadt, die einfach sagt, okay, dann kann man was fürs Gemeinwesen tun. Also das ist ja das, was dir am meisten Freude macht als Politiker. Fürs Gemeinwesen. Ja, einfach zu sehen, da sind Probleme, da kann man etwas tun. Und nicht allem leider die großen Probleme, weil es ist halt oft so, dass viele Menschen kleine Probleme haben und sie schon überfordert sind. Und dann ist es oft einmal fein, wenn sie jemanden haben, den sie fragen können, wie kann ich da und da tun oder kannst du mir nicht ein bisschen helfen. Das sind die Sachen, die werden nicht publik, aber da kann man vieles im Kleinen tun und die Menschen brauchen das. Sie nehmen es auch gerne an. Es ist noch einfach ein Religionslehrer zu sein oder Politiker? Ich möchte jetzt eine gegen das andere nicht ausspielen. Ich tue gerne beides gerne. Beziehungsweise, was tust du lieber? Also ich tue beides gerne. Nein, ich habe als erstes einmal gesagt, ich bin kein Berufspolitiker, sondern soll ist etwas, wo sie wie andere in andere Vereine drinnen sind, habe ich meine ganzen Vereinstätigkeiten gelassen und dann mit der Frau entschieden, wenn ich Politik mache, dann braucht die Familie genauso Zeit. Deswegen habe ich viele andere Sachen ein bisschen hinten gelassen, hinten umgestellt. Ich habe eine ganz klare Vorstellung, was für mich wichtig ist. Familie, Freunde und dann kommt der Beruf.
Und bei der Familie kommt zuerst die Frau und dann die Kinder, weil die Kinder gehen, die Frau bleibt. Und das ist auch ganz eine wichtige Aussage. Und das habe ich versucht, allem beizubehalten. Und ich möchte meinen Beruf nicht ausspielen gegen die Politik, sondern umgekehrt, ich glaube, dass der Beruf und die Politik sich ergänzen. Ich bin in der Politik nicht der andere als in der Schule, sondern ich versuche, das so zu leben, wie ich es empfinde. Sehr geradlinig. Hat es früher einmal einen anderen Traumberuf gegeben oder ist das jetzt wirklich dein Traumberuf, Religionslehrer und Politiker? Also, ich bin Schul- und Menschen geschädigt, die sich Lehrer nennen, aber nicht Lehrer sein aus meiner Sicht. Ich habe wirklich schlimme Zeiten in der Schule durchgemacht. Ich habe auch ganz schöne gehabt, aber auch wirklich negative Zeiten. Das hat sogar dazu geführt, dass ich Selbstmordgedanken gehabt habe. Und vielleicht ist das der Grund, dass ich der Lehrer geworden bin, der ich heute bin, weil ich da vielleicht für viele ein anderes Verständnis aufbringe, auch ein bisschen eine ganzheitliche Sicht von Schule haben. Und das gibt mir das Fach ja auch die Möglichkeiten. Ich unterrichte ohne Notendruck und wenn mir Schüler trotzdem zuhören, dann heißt es, ich habe was zu sagen. Ohne Notendruck zu unterrichten heißt, ich muss gut sein und sonst bin ich langweilig. Es ist nicht die Schüler. Die Schüler haben viele Fragen. Und das funktioniert, das passt schon. Aber wie gesagt, Traumberuf oder so, ich habe als Kind ein Lieblingsbuch gehabt, das ist Robin Hood gewesen. Es wird nicht einmal sonst sein, dass da die Gesinnung dahinter steht. Aber eigentlich bin ich in einer Zeit groß geworden, wo ganz viele Anwaltsserien gelaufen sind. Und mir hat das Rechtsanwalt, das hat mir unmöglich gefallen, bis ich draufgekommen bin, dass ein Rechtsanwalt ja nicht das Recht vertritt, sondern seinen Mandanten. Und dann muss ich sagen, ich vertrete heute den lieben Gott und dann weiß ich, dass ich den Richtigen vertrete. Und gleich jemanden zu vertreten, um das Beste rauszuholen, das kann ich gar nicht. Deswegen, ich habe meinen Platz gefunden und ich fühle mich wohl. Politiker sein und Religionslehrer zu sein, das ist sicherlich zeitintensiv und braucht auch viel Kraft. Woher nimmst du die Kraft? Wer gibt dir Kraft? Was gibt dir Kraft? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr stark gekämpft, um zu sagen, ich bin ein gläubiger Mensch. Das Tolle beim Christentum ist, dass man allem wieder alles hinterfragen und zweifeln darf. Und die Freiheit nehme ich mir. Was mein Wunsch gewesen ist, ist nicht nur etwas zu lernen, um es gelernt zu haben, sondern auch zu verstehen. Und ich habe um meinen Glauben gekämpft. Ich bin aber heute in meinem Glauben sehr gefestigt. Habe dementsprechend auch meine Haltungen so ausgelebt. Ich habe ganz tolle Freunde, wenige, aber ganz, ganz gute. Also ich habe einen Freund, also mit dem gehe ich durch dick und dünn. Ich habe wirklich eine tolle Frau, die hinter mir steht, vor mir steht, neben mir steht. Und auch die Kinder sind so toll. Genauso wie wir jetzt darüber gestritten haben, ob ich da schon das Richtige tue oder so, weil sich die Kinder oft Sorgen machen, wie mein Bild draußen dargestellt wird, weil sie wie gesagt, Politiker machst du die angreifbar. Und in der heutigen Zeit machst du ja als Lehrer ungreifbar und als Religionslehrer sowieso. Also im Grunde muss ich mich schon oft verteidigen, aber das ist nicht so schlimm, sondern ich verteidige mich gern, weil ich glaube, ich tue das, was ich tue, auch mit einer gesunden Überzeugung. Bist du eigentlich gern zur Schule gegangen als Kind? Ja, ich bin einfach gern zur Schule gegangen. Ich sage es allem, ich möchte mich selber als Schüler nicht haben, weil ich ein bisschen ein Eiertreter bin, weil ich dauernd Fragen stelle. Ich habe allen Fragen gestellt und das ist für Lehrer manchmal einfach lästig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich ein bisschen ein lästiger Schüler gewesen bin. Aber auf der anderen Seite, ich kann auch nicht auswendig lernen, sondern ich muss verstehen. Und dass ich durchgehalten habe und dass ich halt nur in der Schule bin und dass ich heute allem nur offen bin für Neues, ist schon einfach der Wissensdrang, den man hat oder der Wurst, den man hat. Ich will nur einfach, für mich das Schlimmste ist, wenn ich irgendwo bei Menschen hocke und die reden über ein Thema, wo ich nicht mitreden kann. Mhm. Und da habe ich allem gelernt, dann muss ich fürs nächste Mal vorbereitet sein, dann muss ich ein bisschen mehr mitnehmen, ich will mitreden, ich will nicht leider dabei hocken und nichts sagen, sondern ich will mich aktiv beim Gespräch beteiligen. Deswegen schaue ich auch keine Diskussionssendungen im Fernsehen. Dann darf ich nicht mitreden. Hat es ein Lieblingsfach gegeben in deiner Schulzeit?
oder einfach, was dir gar nicht getaugt hat? Ja gut, ich bin jetzt nicht der Geografiefreund gewesen, weil die ganzen Erd- und Geologie-Sachen da, das ist nicht meiniges gewesen. Aber wo ich allem begeistert war, war schon Geschichte. Geschichte hat mich allem schon begeistert und begeistert mich heute noch. Und Geschichte ist deswegen wichtig, wer Zukunft gestalten will, muss auch wissen, wie Menschen ticken. Und wir ticken nach Mustern, die historisch-geschichtlich entstanden sind. Und wir merken ja, dass ganz viele Muster heute wieder ganz stark in Keimen sind, die alle schon einmal da gewesen sind. Und wir müssen die Menschen darauf aufmerksam machen, Achtung. Dass wir die Fehler nicht wiederholen. Ja, weil, wie gesagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Muster wiederholen sich. Ja, ja. Und wir müssen Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie nicht in die gleiche Falle tappen. Das Divide Tempora, das römische Prinzip, Teile und Herrsche, das ist genau das Gleiche wie mit dem Sündenbock. Tue du einen Armen auf nur einen Armen losschicken, als ob der arme Arbeiter gegen einen Ausländer was hat, und oben haben wir die Steuerhinterzieher in großem Stil, die sind ja nur Helden, à la Uli Hoeneß. Dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Man kann nicht hergehen und sagen, hallo, wir haben da heute Menschen, die Steuerhinterzieher in großen Stile, die zusammennehmen uns allen in der Gemeinschaft das weg, was wir brauchen, was fürs Allgemeinwohl eingesetzt wird. Aber lieber tun wir gegen einen armen Teufel scheren, weil das andere funktioniert ja nicht so gut. Weil die Semmen sind ja schlaue Leute. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und an denen möchte ich noch ein bisschen hinweisen, lassen wir uns nicht verführen, allen gegen Schwächere zu gehen, sondern schauen wir da hin, wo im großen Stile Veruntreuungen gemacht haben. Das ist alles schlimm. Hat es für die Vorbilder gegeben in deiner Kindheit oder auch jetzt noch? Also prinzipiell kann man von jedem Menschen was lernen. Du musst leider die Bereitschaft haben zu lernen, und was ganz wichtig ist, man kann von manchen Menschen lernen, wie man nicht sein will. Und das ist auch ganz wichtig. Oft weiß man nicht genau selber, was man will, aber wenn man weiß, was man nicht will, dann hat man schon sehr vieles im Leben gelernt. Und das ist ganz wichtig. Und manche Menschen, die andere sagen, wie es nicht gehen soll. Und das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Sache, die ich gelernt habe. Vorbilder, meine Eltern sind Vorbilder, ja. Ich wollte zwar nie werden wie mein Vater, aber mal sagen, also, er hat mir so viel Liebe geschenkt. Meine Mama auch. Ich bin ein Einzelkind. Und sie sind auch sehr auf mich drauf gewesen und haben mich behütet. Aber ich bin nicht das typische Einzelkind, weil ich allen die Gesellschaft von anderen gesucht habe. Deswegen habe ich auch mehr als ein Kind in der Reihe. Das ist auch ganz wichtig gewesen. Ich wollte allen eine Partnerin und mehr als ein Kind haben. Das ist mir auch geschenkt worden. Und wie gesagt, die Vorbilder, mich haben ganz viele Menschen begleitet im Laufe meines Lebens. Ich habe einen Lehrer gehabt als Vorbilder. Und wie gesagt, sie sind nicht als Ganzes die Vorbilder, sondern in ihren Bereichen, wo sie gut sind. Habe ich habe politische Vorbilder gehabt, muss ich auch sagen. Wie du sagst, du gehabt, seien die jetzt nicht mehr eine Vorbilder? Nein, sie sind jetzt, haben sie ihre Politik oder ihre Laufbahn beendet, b, haben sie, sind sie auch verstorben und so. Also, das, man hat von ihnen. Kannst du einen nennen? Ah ja, ich muss sagen, ich habe angefangen mit einem Hubert Fasnelli, hat mir sehr gut gefallen und kann verstehen, wieso er auch gegangen ist. Der politische Ziehvater war der Hermann Refeiner, der einfach eine sehr, sehr korrekte, integre politische Person gewesen ist. Ich muss auch sagen, vielleicht hängt es damit zusammen, mein Vater hat auch einen Fuß gehabt wie der Silvius Maniago. Der Silvius Maniago ist eine Persönlichkeit gewesen, die meiner Meinung nach und wie andere auch, Politiker seiner Zeit, die haben nicht wegen für sich getan, sondern sie wurden einfach überzeugte Menschen, die für das Land da haben wollen, was die haben. Das sind nicht die Partikularinteressen oder Lobbyinteressen dahinter gestanden, sondern die haben einfach das Ganze im Blickfeld gehabt. Und das fasziniert mich. Das ist auch das, was, glaube ich, Menschen, egal in welchen Bereichen sie tätig sind, wenn sie in Vereinen tätig sind, die in Vereinen drinnen sind und etwas tun, die sehen halt das Ganze, tun es nicht für sich, sondern weil sie einfach sagen, das ist der Idealismus, für was sie es noch tun. Das ist im Kleinen wie in einem Größeren eigentlich das, was unsere Gesellschaft allen wieder braucht. Das ist meine Meinung. Gibt es Dinge, wovor du Angst hast, besonders Angst hast?
Ja, wenn Menschen meiner Umgebung etwas passieren tat, die ich brutal gern haben, soll nimmt mich unmöglich mit. Ich kann sehr stark mitleiden. Um mich habe ich keine Angst. Also ich lebe eigentlich ein sehr angstfreies Leben, was mich betrifft. Wobei ich nein, nicht unbedingt Risiken hingehe. Ich gehe nicht auf den Gipfel, ich tue jetzt nicht Fallschirm springen und so, sondern das hängt ein bisschen mit der Erziehung zur Sicherheit hin. Aber ich bin in der Hinsicht, ich kraxel da auch nicht auf den Baum, weil ich könnte ja auch fallen. Aber das kann man alles ein bisschen im Griff haben. Aber so ängstlicher, lebensängstlicher Mensch bin ich nicht mehr. Das habe ich mal ein bisschen gehabt, eine Zeit lang, aber das habe ich wirklich. Also ich habe ja auch das Glück, ein tolles Leben zu haben. Ich bin da in Südtirol geboren. Ich bin auf der Sonnenseite geboren. Also ich habe das, wo wir heute sind, die Familie, da haben wir ins hingearbeitet. Wir haben, wenn wir geheiratet haben, haben die Frau und ich nichts gehabt. 2 Monate vor der Hochzeit haben wir die Wohnung, die Lehre gekriegt und haben mit nichts gestartet. Und da, wo wir heute sind, sind wir sehr, sehr zufrieden. Was machst du in deiner Freizeit so? Machst du auch Sport, wo du gesagt hast, kraxeln gehst du nicht? Was tust du dann? Ich habe heute in der Früh für 7 bis 8 Tennis gespielt. Also ja, ich mindestens ein, zweimal die Woche immer Tennis spielen, das ganze Jahr. Wir haben so einen Verein, der heißt Frühaufsteher, den gibt es schon seit 40 Jahren. Und die spielen von Dienstag bis Freitag von 7 bis 8 im Miranda. Und wenn jemand Lust hat, darf er sich melden, weil wir suchen allen wieder Leute, die in der Früh sagen, das tut gut, weil du hast was vom Tag. Wir haben einen Mordsitz gehabt heute. Wir haben eine gute Organisation. Da kriegst du die Einladung am Sonntag auf den Abend. Du weißt genau, mit wem du wann spielst. Du kannst hinterhalten, an dem Tag habe ich Zeit. Und das gefällt mir unmöglich gut. Ich bin gern mit Freunden zusammen, ein paar Karten zu machen. Für heute auf den Abend schon organisiert. Also das sind auch so tolle Sachen. Ich wandere auch ganz gern. Meine Frau, die sollte auch gerne Gipfelhaue gehen. Ich bin jetzt nicht der Gipfelstürmer, sondern ich mache lieber längere Wanderungen, wo es nicht so stickel geht. Halt muss ich nicht unbedingt haben. Aber wie gesagt, ich tue auch ganz gerne mal faulenzen und nicht und lese auch, wenn es ein bisschen die Zeit erlaubt, halt wieder ein Buch. So zwischendrin ziehe ich immer Wahnsinn. Also sagst du wandern, wo bist du am liebsten, beziehungsweise was war der Ort, was dir am meisten gefallen hat, wo du hingewandert bist? Nachträglich, wo du dich noch daran erinnerst. Sel habe ich ganz toll. Meine Frau und ich sind allein von Gubbio nach Assisi gewandert. Das ist da der Franziskusweg. Und da haben wir eine ganze Woche gebraucht. Und da sind wir oft stundenlang gegangen, ohne auch zu reden, jeder für sich und so. Und dann haben wir auch gelernt, dass wir das miteinander kennen. Und das war weit, aber schön. Also das war wirklich toll und wir haben auf den Abend einen Camper gehabt und das war echt eine interessante, ganz, die Gegend war, es war einfach selber wirklich toll gehen, einfach, und wie gesagt, wir haben extra das ausgesucht, weil wir gewusst haben, da sind ganz wenig Leute. Mhm. Es gibt so viele Wanderwege, auch Besinnungswege, wie gesagt, der bekannteste ist nach Santiago de Compostela, aber der ist so überlaufen. Da unten sind wir in der Gegend gewesen, eine historische Ortschaft nach der anderen, Gubbio, wunderschön, Assisi sowieso, und wir zwischendrin ist wirklich Landschaft und es ist wirklich gemütlich zu gehen. Hügelig, aber nicht steil, aber so, aber du gehst kontinuierlich. Und es war nicht einmal so heiß, wir waren schon im Juli unterwegs, aber das erinnert mich wirklich ganz, ganz gut und das hat uns beide auch ganz gut getan. Und da in Südtirol speziell, gibt es da auch noch? Ja, es gibt schon eine Nacht, wir sind sehr viel im Wald drinnen, meine Frau ist von Pseier und sind drinnen haben wir eine Lieblingsrunde, die wir machen, da machen wir wirklich Saalertal, Seeberg und nach hinten neu zu der Wanzeralp und außer das ist so eine Runde, die ist unsere Hausrunde. Ja, Walden erinnert mich auch, da gibt es ganz viele Schwarzbar, gell? Richtig. Gibt es die alle noch? Die gibt es je nach Jahr. Ich war schon sicher 20 Jahre nicht mehr drin. Ja, also es gibt Jahre, wo weniger sind und dann gibt es wieder Jahre, da huckst du einfach nieder und kannst gleich essen. Du brauchst ja nicht einmal mehr mitnehmen, du kannst sie direkt vom Ding, vom Strauch herzupfen. Und die sind mega gut. Bist du musikalisch? Ja, logisch bin ich musikalisch. Meine Frau sagt zwar nicht, aber ich bin auch deswegen auch mit meinem Freund in einen Chor gegangen für 2 Jahre und dann haben wir uns ein bisschen verbessert. Aber ich bin halt nur, also musikalisch schon, aber ich kann nicht gut singen. Ich spiele auch kein Instrument, aber unter der Dusche singen lasse ich mir nicht nehmen.
Wenn du in einer Eisdiele gehst, welche Salz bestellst du dir? Pistazie. Pistazie? Überall, wo ich hinkomme, ich probiere es selber. Es ist für mich das, wo das Qualitätskriterium hernehme, ob es gut ist oder nicht. Ah, da hast du einen Vergleich sozusagen. Ja, ja, ich nehme überall Pistazie, ich koste es selber. Und wenn es nicht ganz gut ist, dann weiß ich, ist die Eisdiele auch nicht so. Aber Pistazie ist so für mich der Gradmesser im Ganzen, überall, wo ich hinkomme. Okay, ohne Werbung zu machen, Wildschins in Meran vielleicht ein Eis empfehlen, wo du sagst, da ist es für die das Pistazien-Eis Oase, am besten. Oase drinnen im Theaterplatz, das ist hinten Carducci-Straße eben, muss ich sagen, also ist meine Lieblingseisdiele, wobei ich da im Bingo auch ganz gern habe. Ja, muss ich sagen, weil ich bin selber, das sind so meine zwei häufigsten, wo ich hingehe und das sind, das heißt aber nicht, ich esse überall Eis, weil ich gehöre zum Ganzjahres-Eisesser. Ich esse im Winter auch Eis. Eis ist für mich einfach etwas, was schmeckt. Ist ein typischer Nachtisch für dich, oder? Nein, ist nicht einmal ein Nachtisch. Ich kann es auch als Abendessen nehmen. Ich brauche es sonst nicht. Also ein Eis ist schon einfach etwas, was ich mag gern. Und das wird vielleicht auch, weil man oft einmal vergisst zu trinken, ist das auch die richtige Aufnahme für Flüssigkeit. Gerade jetzt. Aber wie gesagt, das ganze Jahr über. Bist du Feinschmecker? Gibt es irgendein Gericht, was du gar nicht magst? Ja, ich mag keinen Milchreis und keinen Mus. Also ich weiß nicht, ich mag die Milch nicht, der Blaser in alle Variationen, Joghurt, Käse und so, mag ich alles, aber Blase, Milch oder so Milchreis und Mus muss ich nicht haben. Und ja, ich bin Feinschmecker, ich habe das beste Restaurant Merenz, ich arbeite im Savoy und ich habe das Glück, dort immer wieder essen zu dürfen und ich muss sagen, also ich kriege es Sachen, wo ich einfach merke, wie top unsere Leute ausgebildet werden und wieso noch überall in Südtirol das Essen so gut ist, weil einfach die Ausbildung passt und weil wir eine Entscheidung getroffen haben, auf Qualität zu setzen. Und wie gesagt, ich bin an der Quelle, Gott sei Dank, man sieht es auch in der Körperfülle. Ja, ist ja etwas für die Seele, nicht? Essen. Absolut, Essen. Und man braucht einen guten Stand, wenn man sich als Lehrer muss ich stehen. Ich bin zu klein, um zu sitzen, weil ich sehe mir die Schäler nicht. Und als Politiker brauchst du einen guten Stand, damit du nicht gleich etwas umschmeißt. Bist du Kaffee oder Teetrinker? Kaffee. Kaffee? Ja. Also noch vier brauchst du Kaffee, oder? Ja, ich trinke Vormittag zwei, drei, vier Kaffee bis Nachmittag, aber danach. Wenn ich Nachmittag etwas trinke, koffeinfrei, das hat mit Schlafen und Blutdruck zu tun. Wenn du auswandern müsstest, also müsstest, ich glaube, du bist sehr heimatverbunden mit Meran, aber wenn du jetzt auswandern müsstest, welches Land darfst du auswählen? Was möchtest du noch entdecken vielleicht auch? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil bald wir in Meran Wohnung gesucht haben mit den zwei kleinen Kindern, habe ich keine Mietwohnung gefunden. Man hat, die sollten nach Marling oder Tirol gehen und haben Sam schon geblutet. Meine Traumlocation, wo ich hingehen täte, ich wäre allem gern nach Rom gegangen. Mhm. Oder auch nach Berlin. Also Großstädte haben es mir schon umgesagt. Also, ich darf auch Brüssel nehmen. Das ist auch interessant, bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Aber meine absolute Lieblingsstadt ist Rom. Ich bin sicher schon 20 Mal in alle Variationen unten gewesen. Und ist einfach etwas Faszinierendes. Viele sagen, es ist Chaos pur. Auf der anderen Seite, ich finde einfach, Rom hat einen Flair, das lässt sich mit kaum etwas auf der Welt vergleichen. Übrigens bin ich ein Städtereiser, ich schaue gerne Städte um, habe schon sehr viele gesehen und Städte faszinieren mich einfach. Ich war sicher nicht der Mensch, der jetzt so sich irgendwo total in die Einsamkeit zurückzieht. Kannte ich auch für ein paar Wochen oder ein paar Monate, aber sonst brauche ich ein Stadtleben. Deswegen, Meran bietet alles. Hat es in deinem Leben mal eine große Enttäuschung gegeben, an die du dich erinnerst? Oder was war die größte Enttäuschung in deinem Leben? Menschen sind verroten, oder? Nein. Vielleicht hängt es mit meiner positiven Haltung zusammen, dass ich das relativ gut wegstecke. Die schlimmen Zeiten waren Erlebnisse in der Schule, in der Oberschule, wo ich gemerkt habe, wie viel Macht Menschen, denen ich den Titel Lehrer gar nicht gern gibt, über Jugendliche haben,
und sich nicht bewusst sein, was sie in einem jungen Menschen alles umstellen können. Das war eine ganz tiefe Erfahrung, die ich gemacht habe. Und sie seien sich oft gar nicht bewusst, dass sie da sogar fürs Leben etwas haben. Ich tue zum Beispiel wegen einer Lehrperson nicht mehr frühstücken. Seit der vierten Volksschule habe ich aufgehört zu frühstücken, weil ich so verletzt worden bin. Ich bin in mehreren Schulstufen wirklich auf persönliche Weise verletzt worden. Und das sind Sachen, die bleiben einfach. Die kannst du nicht vergessen. Die bleiben da, weil sie dir irgendwie prägen. Aber es hat auch ein paar menschliche Enttäuschungen gegeben von Menschen, mit denen man eine gewisse Strecke gemacht hat, eine Wegstrecke, und man versteht sich. Und danach sind sie da ein bisschen in den Rücken gefallen. Das sind einfach Sachen. Aber ich glaube, das sind Sachen, die ja jeder macht. Ich habe die Fähigkeit, aufs Positive zu schauen. Wenn ich mich dauernd am Letzten festhalte, dann zieht es mich ein und soll, ist mir es nicht wert. Ich tue viel lieber lachen. Und so habe ich viele Momente in meinem Leben. Viele schöne. Danke erstmal jetzt für deine ganzen Einblicke in dein privates Leben. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Teil. Jetzt geht es ums Politische, ums harte Geschäft. Und ja, ich habe gesehen, vor 5 Jahren hast du die SVP verlassen. Hat es da einen triftigen Grund gegeben oder hat sich das schon länger angebahnt? Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Wie gesagt, vielleicht fange ich beim Start an. Ich bin 93, 94 über den Hermann Refeiner zu den SVP-Arbeitnehmern gekommen. Und 95 für die SVP, für die Gemeinderatswahlen kandidiert. Und bin als 7. gewählt worden. Und nach 2 Jahren sind sie in der Partei erst draufgekommen, dass ich nicht einmal Parteimitglied bin, weil sie nicht einmal gerechnet haben, dass ich gewählt werde. Das war einmal so die Haltung, wie man aufgenommen worden ist. Und ja, ich war, wenn ich es heute rückblickend sage, ein kleines bisschen zu jung und zu viel in der Sturm- und Drangphase und dann gemeint, Politik zu machen, indem ich meine eigene Meinung sage, indem ich überall das sage, was ich auch denke und so. Und bin dann irgendwann einmal draufgekommen, dass das nicht absolut erwünscht ist. Bin dann auch draufgekommen, dass in der Politik mit dem Kopf durch die Wand du nichts erreichst. Politik ist das Spiel des Konsens finden. Du musst Kompromisse schließen. Wenn du 100 willst, dann musst jemand anders, der auch 100 will, dann werden halt beide müssen schauen, dass man sich auf 75, auf 60 einigt, um wieder einen Schritt weiter zu kommen. Es ist ein Unterschied, in Meran-Politik zu machen, als in einem Dorf draußen. Meran ist viel vielschichtiger. In einer Gemeinde macht man zwischen 5 und 10 Gemeinderatssitzungen im Jahr. Wir haben über 30 im Jahr und das ist halt einfach die ganze Sache vielschichtiger und je mehr Parteien sein, umso komplizierter wird die Sachlage und umso schwieriger wird es noch auch für Einzelne, ihre Politik machen zu können. Und im Laufe der Zeit bin ich halt draufgekommen, dass ich war ein toller Stimmenlieferant, aber man hat mich halt wieder bei bestimmten Sachen nachher nicht berücksichtigt. Du meinst bei der SVP warst du Stimmen? Ja, guter Stimmenlieferant. Mhm. Also wenn man die Wahlergebnisse da lässt, also ich bin 25 Jahre Gemeinderat, wenn man da die Ergebnisse anschaut, besonders bei der letzten Wahl, wo jede Partei und jeder, der schon kandidiert hat, auch die Assessoren über 20% an ihren Stimmen verloren haben und die haben 20 Stimmen verloren und haben ohne Gruppe kandidiert und dann hat man mich wieder auf Seiten geschoben und dann irgendwann einmal gesagt, nein, den Menschen, die die Wahlschlappe eingefahren haben, haben überhaupt keine Verantwortung übernommen. Und die nachher nur ein kleines bisschen Erfolg gehabt haben, die sagen, wir haben wieder nichts zu sagen. Und ich gesagt, nein, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr geht. Ich bin gegangen, auch auf den Ding, hat der Herr Rösch gesagt, er will freidenkende Gemeinderäte, die Ding, die sich einbringen, die unabhängig sein. Auch dort wurde mir nicht geholfen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, wenn ich Politik machen kann, das System verändere nicht.
Ich kann auch nicht eine neue Bewegung gründen. Ich bin kein charismatischer Führer, der da Leute bewegt oder alles. Aber ich will meine gesunde Politik, wie ich sie für mich nenne, einfach mit dem Hausverstand weitermachen. Und dann war irgendwann einmal die Zeit, ich war jetzt 5 Jahre unabhängig im Gemeinderat, haben voriges Jahr auch als Unabhängiger auf die freiheitlichen Liste kandidiert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bekenne ich mich, weil ich mag das nicht, die halbe Sache. Ich stehe jetzt zu der Sache, ich bin in die Bewegung gegangen, weil ich auch muss. Das System verlangt von mir, wenn ich kandidieren will, dass ich mich einer Liste einbekenne. Und wie gesagt, wenn man sich Italien, Österreich, Deutschland anschaut, überall gibt es sozialdemokratische Bewegungen und Strömungen, die haben wir nicht in Südtirol. Die einzigen Arbeitnehmer in der SVP, die nichts mehr, also für mich nicht mehr existent sind. Auf deutscher Seite, im deutschen Sprach, ist keine soziale Bewegung da. Und nachher habe ich halt entschieden, aufgrund des neuen Obmanns von den Freiheitlichen, der mir unmöglich macht eine gute Figur, er macht auch jetzt eine gute Figur im Landtag, der Andreas Leiter-Reber, mit denen habe ich ein Grundsatzgespräch geführt. Und die haben gemerkt, da ist nicht dieses nationalistische rechte Denken drinnen, wie alle ins Inni drucken wollen, sondern da ist die Absicht, wirklich eine Sozialpolitik für die Menschen zu machen, ein kleines bisschen das etablierte System zu kontrollieren, das, was Opposition auch ihre Aufgabe ist, Vorschläge zu bringen. Das, was ich vorhin gesagt habe, und das bin ich nach wie vor der Meinung, jeder hat das Recht zu kritisieren. Aber er sollte, wenn er nach die Frage gestellt wird, und was bist du bereit dafür zu tun, auch noch eine zweite Antwort geben können. Wenn jemand Leid kritisiert und nie sagt, wie man es besser machen kann, noch ist die Qualität der Kritik nicht die, wie wenn man sagt, okay, das kritisiere ich, aber ich stelle das zur Verfügung, das war mein Vorschlag, das möchte ich so und so machen. Und das sind die Sachen, die ich einfach auch allem wieder lebe. Ich glaube, es braucht einfach in der Politik Menschen, die allem wieder gute Argumente bringen. Nicht mit Emotionen hausieren gehen, sondern mit Argumenten. Und da geht mir die Dialektik, wir reden zu wenig. Die zwei machen die anderen Parteien nicht, deiner Meinung nach, zu wenig. Wo kriegt man in Südtirol das Spielfeld, wo man sich meinungsmäßig austauscht? Wo werden... Es ist im Grunde leider so, ich bin von einer Sekte in die andere gegangen. Die eine Sekte sagt, die anderen seien die Letzten und wir seien die Guten und umgekehrt ist das Gleiche. Aber es geht nicht darum zu schauen, wo ist jetzt wirklich das Anliegen für alle. Und man muss jetzt sagen, Corona hat sie jetzt ein bisschen gebracht, die Opposition hat sich zurückgehalten. Da war es jetzt wichtig, alle zusammenzuschauen und etwas zu tun. Das Interessante ist leider, man ist nachher auch nicht einmal mehr zurückgeholt worden und gefragt, wie könnte man weitergehen? Was habt ihr nächstes für Vorschläge? Und logisch kommen nachher jetzt auf einmal Sachen auf, wo man sagt, Alter, da hat man jetzt vielleicht aber in der Zwischenzeit einen Plan machen können, wie tun wir das, wie tun wir das. Da ist der Austausch der Parteien relativ schwach. Und in Südtirol kriegt man wenig Möglichkeiten, die eigene Meinung kundzutun. Also dann hast du mit der Partei schon ein bisschen geliebäugelt, sage ich mal, und nicht die Freiheitlichen sind auf die zugekommen, als du dich entschieden hast. Ich sage es jetzt umgekehrt, ich wollte kandidieren und habe mir die Nacht ausgesucht, wo ich hingehe und bin reden gegangen. Und wie gesagt, es ist darum gegangen, ich habe Vorstellungen gehabt und ich lasse mich nicht gerne irgendwo in einer Kastel hinein. Wie gesagt, ich bin Lehrer, aber wenn du heißt Religionslehrer, bist du automatisch in einem Kastel drinnen. Dass ich früher einmal in einem Wirtschaftsbüro gearbeitet habe und Löhne gemacht habe, wissen ja die wenigsten. Dann sagt einer zu mir, was willst du? Du verstehst ja für Wirtschaft nicht. Dann sage ich, ja, mit welchem Recht sagst du mir das? Aber das ist die Präpotenz, die wir in Südtirol oft haben. Mit dem Kastel denken, kriegst du einen Stempel und nachher bist du angestempelt und nachher verstehst du für die Sachen nicht, für die Sachen nicht. Aber du bist ja gar nicht Wirtschaftssprecher, du bist ja Sozialsprecher. Ja, aber heißt es halt nicht, dass ich etwas für Wirtschaft verstehen müsst. Ja, klar, aber... Nein, die Wirtschaft und Soziale geht ja... Jeder, der heute in Südtirol Bürger ist, egal ob er Angestellter ist, ob er Hausfrau ist, Hausmann ist oder ob er Unternehmer ist oder so, wird alt und kann vielleicht wirklich ein Sozialfall werden. Wie viele Menschen werden im Alter ein Sozialfall, obwohl sie eigentlich ein gutes Leben gehabt haben?
und fallen durch einen Rost. Wie viele Menschen werden durch einen Unfall, Arbeitsunfall, Autounfall, in eine Invalidität hineingedrängt? Oder sie haben auch durch einen Blödsinn, Alkohol, auf einmal alles zerstört. Wie viele Menschen fallen in Süchte hinein? Du bist ja wurscht, welche Arbeit du noch tut oder so. Du kannst ein Sozialfall werden. Aber genauso muss ich als Mensch, der ein Ungestellter ist, ein bisschen ein Auge für Wirtschaft haben. Weil ohne die Wirtschaft leben wir ja nicht. Es geht, wir merken es jetzt ganz genau, wie sensibel Südtirol eigentlich ist und wie schnell etwas, was wir gemeint haben, da kann nicht passieren, auf einmal ins Wanken geraten kann. Und auf einmal sind genauso Leute Sozialfälle, die es nie geglaubt haben, dass sie es werden könnten. Und ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass ich, weil ich ein soziales Empfinden habe oder weil ich einfach mich für soziale Aspekte stark einsetze, deswegen kein Wirtschaftsverständnis haben dürfen. Das ist eben das eingekastle Alben. Ich fühle mich als ein Teil der Gesellschaft, der eine sehr breite Allgemeinbildung hat und der in sehr vielen Bereichen einen Einblick hat. Es war ja interessant, ich war ja Bürgermeisterkandidat bei der SVP bei den letzten Wahlen, bei den Vorwahlen. Und so hat man mir einen Häcksel nacheinander gestellt. Ich war das erste Mal beim Bauernausschuss der SVP eingeladen und danach haben sie mir gesagt, ich war der wirklich gut vorbereitet war. Ja, wenn ich da hingehe, dann wäre ich auch ihnen nicht besorgen müssen, damit ich etwas verstehe. Und selber war für mich eigentlich so ein Aha-Erlebnis. Die haben eigentlich allem gedacht, der ist nicht Bauer, der versteht eh nicht, der hat den. Das kann es nicht sein. Jeder von uns, der in seinem Bereich arbeitet, hat Probleme. Und jeder hat das Recht, die Probleme einmal zu sagen. Wir müssen nach Leih schauen, wie kriegen wir alle da unter einen Hut und wie können wir am besten etwas weiterbringen. Und was sind jetzt deine aktuellen sozialen Themen, wo du sagst, die müssen wir jetzt auf jeden Fall umgehen, was du auch umgehen möchtest? Als ganz Erste, was ich sagen möchte, ich möchte, dass Meran hat zurzeit 41.000 Einwohner. Burggrafenamt hat jetzt schon über 100.000 Leute. Ich möchte, dass Meran nicht weiter wächst. Und ich kann dazu eine ganz klare Zahlen sagen. Wir haben in Meran 42% Single-Haushalte und 27% Zwei-Personen-Haushalte. Das ist 70% der Stadt. Wir haben eine negative Geburtenrate. Also das heißt, es kommen weniger Kinder auf die Welt, als Menschen sterben. Wir haben 2000 Wohnungen leer stehen. Ich will nicht, dass die Stadt durch das Militärareal zum Beispiel, wo alle Baulöwen draus schauen, dass da etwas hingeknallt wird, wo 10.000 oder 15.000 Leute in dieser Stadt dazukommen. Weil was passiert noch? Erstens, wir haben ein riesiges Verkehrsproblem. Die Gemeindegrenzen sind gleich 26 Quadratkilometer. Wenn heute 10.000 Leute dazukommen, dann ist das Krankenhaus zu klein, dann müssen wir selber weiter. Wir haben viel zu wenig Pflegebetten, wir haben viel zu wenig Kindergärten. Kindergärten sind eh schon ein Problem. Wir haben die Schulden noch zu klein. Wir müssen Infrastrukturen dazu bauen und ich weiß nicht, ob wir das wollen und für wen. Ich will nicht, dass die Leute von der Land draußen flüchten. Wir haben alle Häfen super erschlossen. Wenn man heute in Österreich und in Deutschland draußen schaut, wo Sam für ein Sterben ist auf dem Berg oben, dann muss man sagen, Gott, Südtirol sehr gut vorgehalten. Ich will, dass die Leute dort bleiben und nicht in die Stadt ziehen. Ich will Meran nicht nur mehr größer machen. Meran ist so eine schöne Perle. Wenn wir da nicht aufpassen und gleich auf Wirtschaft ausschauen, dann holen wir uns die Probleme, wir züchten sie uns. Und einen Zuzug für wen, für was, brauchen wir nicht. Die haben wir schauen, dass wir das, was wir haben, erhalten. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, ich habe es umgedeutet, das sind die Senioren. Wir werden alle älter, wir werden alle pflegebedürftiger. Wir brauchen mehr Pflegebetten, wir brauchen mehr Pflegepersonal. Wir müssen schauen, wie wir Menschen, gerade jetzt Covid hat es gezeigt, dass wir Menschen in die Sozialberufe wieder reinbringen. Und dann müssen wir uns schon auch fragen, was ist uns dieser Sozialberuf wert? Den muss ja auch unterstützen, wenn es bei Kollektivverträgen geht. Nicht gleich jetzt reden, oh, super, da seid ihr gewesen. Nein, wir können sie auch helfen. Wenn wir jetzt da die Kinderstimmen hören, dann müssen wir auch reden, das ist ein super Spielplatz da. Aber wir haben viel zu wenig Spielplätze für Kinder.
Obwohl, die Spielplätze sind jetzt nicht so überfüllt, meiner Meinung nach. Das hängt jetzt auch momentan damit zusammen, dass wir Urlaubszeit haben und dass man Angst hat. Aber komm du da während der Kinder- und Schulzeit her, dann geht es da ganz anders erwähnt. Dann könnten wir jetzt nicht so rücken. Weil es ist schon einer von den einzigen Spielplätzen, die da wirklich zentral in Untermaus sind. Untermaus hat 15.000 Einwohner und hat viel zu wenig Freiraum. Deswegen habe ich mich auch für den Pferderennplatz eingesetzt, dass er aufgetun wird. Du hast von 2.000 Wohnungen gesprochen. Sind das private Wohnungen oder vom Land? Also was willst du damit machen? Ganz einfach. Es ist einfach eine Tatsache, dass Südtirol ein reiches Land ist. Wir haben sehr begüterte Menschen und es zahlt sich aus, in Meran, Bozen und Kreden Wohnungen zu haben. Das sind die Sachen, die eine hohe Rendite bringen. Und das große Problem ist, dass viele Vermieter oder Eigentümer ihre Wohnungen momentan nicht mehr vermieten, weil sie zu wenig Schutz haben, zu wenig Unterstützung kriegen und weil manche Mieter wirklich die Wohnungen wie ein Schlachtfeld hinterlassen. Und das kann es nicht sein. Die Vermieter brauchen einen höheren Schutz. Das heißt, Gemeinden und Land müssten miteinander da eine Vereinbarung treffen, wo sie auch den Vermieter mehr schützen. Und wenn bestimmte Regeln nicht eingehalten werden, muss auch ein Mieter entfernt werden können. Ich bin schon für den Mieterschutz, aber nicht um jeden Preis, weil manche Menschen führen sich dementsprechend auf, dass man sagt, das kann man nicht mehr durchgehen lassen. Wir sehen es auch, wie manche Menschen, wie die öffentliche Hand oft mit Vandalismus umgehen. Weil viele Menschen haben da einfach das Empfinden nicht mehr und da muss man schärfer durchgreifen. Und da bin ich auch dafür, dass einfach den Vermietern etwas gegeben wird, damit ein Unreiz da ist, dass sie wieder vermieten. Erstens einmal die Hilfestellung, einen Kündigungsschutz zu lockern, wenn der Mieter wirklich da drinnen haust, dass es nicht mehr schön ist oder nicht zahlt oder das Land muss einem einhalten. Da muss man einfach Gemeinden und Land miteinander ein Konzept erstellen. Und die zweite Sache ist, ich würde auch für Mietwohnungen einen zinslosen Beitrag alle 10 Jahre zur Verfügung stellen für die Sanierung. Wenn ich als Vermieter weiß, das Land gibt mir einen zinslosen Beitrag alle 10 Jahre, wenn ich es will, ich muss es nicht nehmen, aber wenn ich es will, um die Wohnung wieder auf den neuesten Stand zu sanieren, dass es den Mieter neu besungen wird, nachher glaube ich, war da Unreiz genug und wir brauchen nicht allen wieder Bauten und neue Bauformen bringen. Und was ganz wichtig war bei dem Aspekt, gerade da waren bei den Sanierungen waren die kleinen Baufirmen, die kleinen Handwerker, die auch wieder davon profitieren täten, lokal ihre Arbeiten zu kriegen und nicht allen die großen Ausschreibungen zu haben. Da war mir das schon ein wesentlicher Punkt, wo man umsetzen muss. Weil, wie gesagt, auch das Wohnbauinstitut muss ganz viel allen wieder investieren in die Sanierung von Wohnungen. Und da muss man einfach sagen, nein, wer sich nicht aufhören kann, wer sich nicht an Regeln haltet, da gilt einfach auch irgendwann einmal ein Stopp, da muss man sagen, das geht nicht. Jeder hat sich an Regeln zu halten. Wer das nicht tut, macht einen Gesetzesbruch. Und derselbe muss geahndet werden. So wie auch immer. Und was ist mit denen, was aus sozialen Gründen jetzt die Miete nicht mehr zahlen können? Für das gibt es, wenn sie das Anrecht haben, ist das Land da. Da gibt es ganz klare Kriterien, da gibt es einen Rechtsgrundsatz, der gilt für alle, Inländer wie Ausländer. Wenn ich bestimmte Kriterien erfülle, die juristischen Voraussetzungen habe, nachher kriege ich die Unterstützung. Es fällt im Grunde niemand durch das Raster. Und die können dann auch in der Wohnung bleiben oder müssen die dann? Da kommt noch auch das, wer sich nicht an bestimmte Kriterien haltet, der verliert irgendwann auch einmal das Recht, in dieser Wohnung zu bleiben. Dann wäre ich noch einmal müssen irgendwo anders hingehen. Besonders wenn es noch zu Streitigkeiten im ganzen Kondominium kommt. Nachher muss man aber handeln. Man kann nicht allemlei wegschauen. Und da, das bemängle ich auch. Wir sind sehr reich und wir helfen allem mit Geld, aber wir tun oft viel zu wenig mit praktischer Hilfe helfen. Man muss manchen Menschen auch Leben lernen. Und das braucht noch irgendwie eine Auflage. Ich kann Menschen heute sehr schnell das Leben ein bisschen schwerer machen als öffentliche Hand, wenn ich dahinter bin. Aber das heißt, ich muss wieder Personal einsetzen, ich muss Personal schulen, ich muss Leute finden, die das auch gerne tun. Ich brauche wieder Leute, die das mit Begeisterung tun. Aber da können wir vielleicht auch beim Thema Sicherheit noch einmal hin. Weil da gibt es auch ganz klare Sachen, die die Leute verlangen und wo man etwas tun kann.
Aber ich habe die ersten beiden, zweiten Punkt jetzt unterbrochen. Mhm. Was waren jetzt eigentlich nochmal deine ganzen sozialen Anliegen? Also Wohnen? Wohnen, Senioren. Wie gesagt, Wohnen und Wachstum der Stadt, weil das für mich ist einer von den ganz großen Punkten, das geht alle mehr rein, aber so. Wenn wir nur größer werden, muss die Stadt alleweil mehr wachsen oder sind wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen. Deswegen, das ist für mich schon der wichtigste Punkt. Nachher kommen Senioren, nachher kommen die Familien. Weil im Endeffekt, wenn die Stadt wächst, dann entstehen wieder neue soziale Probleme. In deinem Sinne meinst du in das dem, jetzt? Nicht leisell, aber wie gesagt, es kommen Auflagen auf die Gemeinde zu. Wenn die Gemeinde hat institutionelle Aufgaben. Sie hat die Pflicht, die Volksschulen zu bauen. Sie hat die Pflicht, die Kindergärten zu bauen. Sie hat die Pflicht, die Altersheime zu bauen. Sie müssen nachschauen, dass die Apotheken erhöht werden. Also die Gemeinde hat viele institutionelle Aufgaben. Und wenn ich heute sozusagen von 40 auf 50.000 gehe, dann kommt ein riesen finanzieller Druck auf die Gemeinde auch dazu. Weil die Gemeinde muss Sorge tragen, dass genügend Freiraum noch auch vorhanden ist, dass dort noch in dem Viertel auch die Versorgung gesichert ist, dass der öffentliche Verkehr, die Erschließbarkeit, was öffentlichen Verkehr anbelangt, ich muss schauen, dass wenn ich 10.000 Leute her tue, das sind mindestens 3.000 bis 4.000 Autos, die dazukommen. Wir haben ja ein riesiges Verkehrsproblem im Rhein. Ja, bleiben wir kurz beim Verkehrsproblem. Du sagst, wir haben zu viel Verkehr. Wie lösen wir das Problem? Also, ich habe schriftlich. Ich habe vor 10 Jahren oder 12 Jahren von Land, Sasse und Gemeinde die schriftliche Zusage, dass alle drei den öffentlichen Verkehr neu regeln wollen. Jeder Meraner, der da wohnt, weiß, dass die Linien, die Buslinien, seit 35 Jahren allem die gleichen sind. Die Form allem gleich. Aber in der Zwischenzeit hat sich ganz Meran verändert. Ich würde mir wünschen, ein neues öffentliches Verkehrssystem, alle Linien seien neu zu ziehen. Es kann nicht sein, dass man versehentlich durch die ganze Stadt bis Kratzschäuse fahren muss, sondern die Menschen wollen sternförmig in die Stadt. Wir reden von einem Mobilitätszentrum am Praterplatz draußen. Ich bin für einen Gratisbus in der Innenstadt, damit ich die ganzen anderen Busse draußen habe. Ich brauche gleich 8 Kleinbusse, die gratis in der Innenstadt rumfahren. So Shuttlebusse? So ja, und jeder kann einsteigen, wo er in der Stadt will. Ich habe die Vorschläge, ich habe sogar Pläne gezeichnet. Und da läuft mir, es wird immer ein allemlei Flickzeug gemacht, es wird nie ein Gesamtkonzept gemacht. Und das ärgert mich ungemein. Ich bin sogar schon bei der Saison gefahren, von Ofenbauer bis Untermeißer. Obermaß, Untermaß hat keine direkte Verbindung. Jeder Obermaßer muss auf den Untermaßer Friedhof irgendwann einmal los, aber es gibt keine Busverbindung zwischen Obermaß und Untermaß. Es sind so viele Kleinigkeiten, die nicht passen. Und was das größte Problem ist, wir reden allem, dass Meran einfach zu enge Straßen hat. Das Problem ist nicht, dass Meran zu enge Straßen hat. Die Autos sind zu groß geworden. Wir reden nie, dass die Graten zu groß geworden sind. Die Straßen funktionieren schon. Und ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von Einbahnstraßen, aus einem einfachen Grund, weil es einfach kreist. Deswegen, da wo die Leute, Schafferstraße, ist eine Straße, die ist eng, aber es passiert relativ wenig, weil jeder aufpasst. Du musst so aufpassen und jeder hat Angst um sein Auto, die passen auf, die Leute. Es knallt einmal ein Spiegel weg, aber richtig große Unfälle und so haben wir nicht gehabt, weil jeder aufpasst. Wenn wir da aber jetzt Einbahnverkehr machen, also die Ratten gehen, also ich habe wirklich mehr Angst, als was passiert, als wenn man weiterhin die Sachen macht. Aber das große Problem ist, wenn der öffentliche Verkehr interessanter wird. Also du meinst, dann fahren weniger Leute mit dem Auto in die Absolut, Stadt? Absolut, ja. Genauso wie ich heute einfach ein die Touristen? Die Touristen fahren ja eh schon mit dem Bus. Die kriegen ja jeder in Hotels Buskartel. Die können gratis 7 Tage mit der Merano-Karte fahren. Also die Touristen, die Busse sind in Summe für die Touristen effektiv voll. Also aber die Straßen sind trotzdem voll? Die Straßen sind voll, weil man in bestimmten Stoßzeiten einfach viel Verkehr haben und weil Meran klein ist und weil Meran seit 35 Jahren schläft. Ich mache ein klares Beispiel. Kein Südtiroler mehr muss von Bozen bis Salurm durch ein Dorf durchfahren. Und die haben da unten im Berg untertunnelt. Meran hat es geschafft, in 35 Jahren eine Ebene
und Äpfelbäume zu untertunneln. Nicht einmal am Berg. Und da kann etwas nicht stimmen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine schlechte Politik, die man rein bis jetzt gemacht hat. Und da nehme ich jeden in Dingen, muss auch sagen, da mache ich den größten Vorwurf auch der Grünen Partei, weil er wirklich nicht verstanden hat, dass man rein durch einen Fluss geteilt wird und wir nur durch über zwei Brücken fahren dürfen. Und wir lösen dieses Problem vom Verkehr sicher. Ich bin der Erste, der sagt, ich will die Innenstadt verkehrsfrei machen. Du meinst die Zehnerburg? Ja, die Ost-West-Umfahrung. Die braucht es, da können wir nicht umhin. Das ist einfach eine Sache und wir brauchen auch die Parkplätze. Oder wird die gebaut, oder? Ja, halt seit 35 Jahren wird sie gebaut. Viel zu lang. Nein, aber Leute, man muss sich gleich bitte vorstellen, was hat man da im Iran errichtet in 35 Jahren? Wir ja, aber das Problem hat man ja schon Von der Melba bis zum Bahnhof her haben wir eine Ebene untertunnelt. Wir haben keinen Berg untertunnelt. Und wenn du heute vom Flughafen Bozen bis Salur neu fährst, brauchst du durch kein Dorf mehr durchfahren. Du fährst nicht durch St. Jakob durch, durch Steinmannwald fährst nicht durch, durch Leifers fährst nicht durch, durch Auer fährst nicht durch. Ja, hallo. Das haben die so nebenbei gemacht. Und Meran hat einen Kilometer, der allem noch fehlt. Und das ist einfach schlimm. Das ist einfach eine Sache, die ist eine Verhinderungspolitik gewesen, die der Stadt geschadet hat. Das ist ganz ehrlich. Weil ich glaube, wir hätten vieles besser in den Griff bekommen, wenn wir das endlich gehabt hätten. Du hast von der Sicherheit der Bürger gesprochen. Wie kommen die verbessern deiner Meinung nach? Was läuft da aktuell falsch? Da läuft nicht allein mehr rein, da läuft im Land etwas falsch. Wir wollen alle eine Integrationspolitik. Diese Integrationspolitik wird aber nicht gemacht. Die wird von Freiwilligen gemacht und man gibt um, wir haben so viele freiwillige, nette Menschen, die etwas tun, aber wir tun nichts Strukturiertes. Und das ist für mich der größte Vorwurf, den ich der Politik momentan mache. Und auch der Gemeindepolitik. Die Grünen mit dem Paul sind umgetreten und sagen Aufwertung des Ausländerbeirates und ein Mitglied des Ausländerbeirates wird in den Gemeinderat ohne Stimmrecht aufgenommen. Das ist alles sang- und klanglos untergegangen. Am Bahnhof draußen, wir haben am meisten Flüchtlinge prozentuell gesehen auf die Einwohner in ganz Südtirol. Bei uns funktioniert es gut, wir haben Glück, dass ganz viele Privatinitiativen, Freiwillige da draußen etwas tun, aber wir haben noch nie einen Beauftragten für Integration in der Gemeinde geschaffen, wir haben kein Amt für Integration geschaffen. Alle verlangen Integration von den Leuten, aber wer lernt sie ihnen? Wer lernt ihnen wirklich, was die Regeln, die Kultur und das da sein? Und die Menschen würden es gerne erfahren. Ich mache die Erfahrung in einer gastgewerblichen Schule. Aber Sicherheit in dem Sinne... Damit schaffe ich Sicherheit. Wenn ich die Leute erstens einmal kennenlerne, ihnen einmal sage, wie die Sachen da funktionieren. Und ich mache jetzt ganz ein klares Beispiel. Was die Menschen bei uns da in Südtirol noch nicht verstanden haben, ist, dass wir zwei verschiedene Kategorien von Ausländern haben. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die sind da und wollen arbeiten und haben das gleiche Interesse wie ich, meine Familie zu ernähren. Und die funktionieren. Die haben aber zum Teil Angst vor ihren Landsleuten, weil die zweite Seite ist die kriminelle Seite. Und wir wissen genau, dass es dieses organisierte kriminelle Wesen gibt, wo Rauschgift, Prostitution, Autoschieberei, Diebstahl, das ist organisiert. Und das wissen sie selber auch, wer die sein. Aber solange wir den Menschen nicht stark machen, dass sie sich getrauen, einmal den Mund aufzutun und zu sagen, wer was tut, werden wir das nicht Herr werden. Eine zweite Sache ist, die Leute verlieren das Vertrauen in die Justiz. Die Polizei verhaftet die Leute. Sie werden angeklagt und auf freien Fuß gesetzt. Bis es zur Verhandlung und Verurteilung kommt, vergehen oft Jahre. Sogar die Polizei hat sie voll, die ein halbes Jahr lang Ermittlungen macht, verhaftet sie und danach sind sie wieder auf freien Fuß. Also die Semmen verstehen es nicht mehr, wie lange es zur Verurteilung braucht. Und ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, ich habe einen ganz konkreten Vorschlag. Menschen, die bei uns wegen einem Alkoholdelikt am Steuer aufgehalten werden, kriegen sofort eine Verurteilung, müssen Sozialstunden machen und machen Sozialstunden auf dem Friedhof in der Gemeinde, wo auch immer. Und die anderen sind am nächsten Tag wieder Leute, die Körperverletzung, Drogenhandel und alles haben.
müssen nichts nehmen. Ich verlange für diese Menschen genauso die Sozialstunden, aber auch gleichzeitig müssen die einen Sprach- und Kulturkurs machen. Also wenn sie daherkommen? Nein, nicht nur wenn sie daherkommen, sondern ich darf sie jetzt einmal für die machen, die straffällig werden und die auf einen Prozess warten. Von denen sage ich, hoch, dein Prozess hat vielleicht eine bessere Auswirkung, wenn du diesen Sprachkurs und diesen Kulturkurs jetzt auch machst, aber von dir verlangen, weil du hast jetzt etwas getan, was nicht richtig war. Und da darf ich umsetzen, ich bin nicht die Keule und die Bestrafung und Schlagen, sondern ich will, dass du genauso wie jemand, der sonst Alkoholdelikt hat, tust du jetzt auch deine Sozialstunden in Spruch- und Kulturkurs hinlegen. Also geht es dir um Resozialisierung? Mir geht es nicht um Resozialisierung. Ich will, dass meine Integration verlangt wird, dann muss sie jemand leisten, diese Arbeit. Und ich kann nicht von einem Ausländer verlangen, dass er sich integriert, wenn niemand von uns bereit ist, ihnen zu sagen, wie das funktionieren soll. Aber das passiert gar nicht. In ganz Südtirol nicht. Der Landesrat Achammer wäre dafür zuständig und hat bei den letzten Wahlen gesagt, da hat er versagt. Sein Amt unten ist zusammengebrochen, es gibt das Amt nicht. Und ich mache ein Beispiel, ich habe ein EU-Projekt an der Schule laufen mit der Landesregierung Oberpfalz. In Bayern draußen sind sie genauso wie mir, sind auch nicht froh gewesen um Flüchtlinge und Ausländer. Nur draußen hat die Wirtschaft gesagt, wir brauchen Arbeitskräfte. Aber es geht nicht ohne Sprache. Viele Ausländer kommen mit Studientitel oder mit gar keinen Studientitel, weil wer flüchtet, nimmt den nicht mit, kommen nun und können nicht arbeiten gehen. Was hat Bayern getan? Sie tut sie 2 Jahre beschulen, dann kriegen sie einen bayerischen Abschluss, der sie befähigt, in die Lehre zu gehen und in die Berufsbildung. Und das Gleiche wollte ich hier in Südtirol haben. Wir haben so geile Berufsschulen. Wir könnten so gut Menschen ausbilden, in der Zwischenzeit, bis der Status geklärt ist, ob sie da bleiben dürfen oder nicht. Wir brauchen ja die Arbeitskräfte. Aber da ist nicht getan worden, da ist keine Struktur hineingebracht worden. Und das, sage ich, das ist unterlassene Hilfeleistung, das macht Menschen aggressiv und das führt dazu, dass Menschen auch Straftaten begehen. Ich fordere eine strukturierte Integrationsarbeit. Und ich fordere von unserer Gemeinde ein Amt, ein Integrationsamt mit Menschen, die sich um diese Sachen auch professionell kümmern und nicht nur auf Freiwilligkeit gehen. Weil das ist eben zu wenig. Leih, einmal jemanden die Schuhe zu putzen, ist zu wenig. Man muss wirklich strukturiert arbeiten. Und wie gesagt, ich weiß, es fängt an im Kindergarten. Ich weiß, wie wichtig es ist, auch Menschen anzuleiten, sich anzupassen. Meine Frau arbeitet in einem Kindergarten mit ganz vielen Ausländern. Nach 3 Jahren sind Frauen durch die keinen Schal mehr tragen, weil sie es da nicht brauchen. Was glaubst du, warum haben sie bei der letzten Wahl in Paul Rösch zum Bürgermeister gewählt? Ganz einfach, die SVP hat die falschen Kandidaten aufgestellt. Sie haben einen anderen aufgestellt und nicht mich. Und hatten sie die aufgestellt, hat Rösch nicht gewonnen. Hat Rösch nicht gewonnen? Ja. Und demmal ist es aber anders. Du bist bei den Freiheitlichen und vielleicht... Nein, ich werde. Ist das ein Nachteil? Es ist ein Nachteil, ja, weil die Menschen einfach sich über die engstirnige Medienwelt da in Südtirol einfach so einlullen lassen, dass da die Guten sein und alle bei den anderen sein letzt. Im Grunde gehörten Gemeinderatswahlen unabhängig von Parteienmacht. 400 Menschen stellen sich auf, die 36 Besten werden gewählt und danach müssen sich die 36 in Ausschuss ausschnapsen. Und das war mein Wunsch für die Zukunft, für Südtirol. Weil dann war auch der Gemeinderat wieder aufgewertet. Momentan ist Gemeinderat, du bist einfach ein Statist. Die Politik wird im Hintergrund gemacht, die Mehrheit schnappt sich vorher alles aus. Und du kannst im Gemeinderat relativ wenig Politik betreiben. Du meinst die Partei, Gremien auf Landesebene macht sich das aus? Ja, aber auch im Hintergrund, das wird ja alles vorher besprochen im Ausschuss. Die Regierung macht sich mit seinen Leuten das aus. Dann gibt es einen Fraktionszwang und nachher kann man alles so stimmen oder durchschieben, wie man es will. Das ist einfach momentan das System, das es so lässt. Zulässt. Und wie gesagt, im Grunde ganz viele Menschen würden sich wünschen, verschiedene Leute aus verschiedenen Parteien wählen zu dürfen.
Ich tat es frisch vorschlagen, lassen sich 400 Menschen aufstellen, ohne Parteizeichen. Die Leute dürfen für die 400 Vierer wählen und die 36 Besten seien gewählt. Und die 36, die sich so lange in der Kammer einsperren, bis sie in Ausschuss und bis die Bürger. Bis der Weiße Rache auch geht. Bis der Weiße, ganz genau. Aber die müssen einen Konsens finden. Ja. Aber noch täten sie wenigstens wirklich sich darum bemühen, auch mit Argumenten untereinander zu reden, warum du und nicht ich oder warum der oder der andere, weil man sich um die Sache bemühen müsste. So ist es halt einfach auch, ich sage es auch ganz ehrlich, mit meiner Person nein Kandidatinnen und Kandidaten und der finanzielle Aufwand, wir haben wir nicht da, wir sind nicht da, dass wir sagen können, wir können einen Wahlkampf mit Geld machen. Das Einzige, was mich freut, ich habe Selbstständige dabei, einen Arbeitnehmer dabei, einen Bauern dabei, wir sind die kleine Volkspartei. Und wir werden einen Wahlkampf für Deutsche, Italiener und Ladiner machen, weil wir sehen, dass jeder, der die Stadt liebt, jeder, der das Land liebt, darf da leben und wer sich an die Regeln hält, für die wir arbeiten. Und das ist unabhängig von der Sprachgruppe. Und so ist das, was mir in dieser Gruppierung am besten gefällt. Die Öffnung habe ich nicht gehabt. Und ich mache ganz klaren Aufruf, wenn jemand nur Lust hat, sich zu melden, auch als italienisch sprechender Südtiroler, er ist herzlich willkommen, mit ins Meer zu kandidieren. Bei den Freiheitlichen, ja. Freiheitlich heißt nämlich nicht Südtiroler Freiheit, sondern die Freiheitlichen haben einen anderen Gedanken. Wir wollen die Vollautonomie, wir wollen uns selbst bestimmen und Südtiroler, egal ob deutschsprachig, italienischsprachig oder ladinischsprachig, jeder wohnt da und hat das Recht mitzureden. Er muss sagen, okay, ich will mir ein bisschen abgrenzen und ich möchte da selbstbestimmend sein und nicht allem sozusagen romhörig sein. Das ist einfach ein bestimmtes. Südtirols Rettalben von seiner Autonomie ist aber momentan nicht dabei, die Autonomie auszubauen. Wir tun alleweil mitfließen. Wir merken, dass da viel mehr Möglichkeiten drinnen sein. Covid hat gezeigt, wir könnten auch einen eigenen Weg gehen. Wir brauchen ein bisschen mehr Courage. Ja, weil du Corona gerade erwähnt hast, was hast denn du aus dem Lockdown für Lehren gezogen, persönlich wie politischer? Im Moment, wenn ich einen kleinen Witz, theologischen Witz machen kann, dann hat Corona bewiesen, dass es Gott geben muss. Weil viele Menschen glauben, wo sie sehen. Das Corona siehst du nicht, aber es gibt es trotzdem. Also könnte ich jetzt so einen Schluss machen, das ist ein kleiner theologischer Witz, aber das der gefällt mir. Was ich gemerkt habe, wie schnell unser ganzes System ins Wanken geraten kann, wie schnell der Konsumterror, in dem wir leben, auf einmal eingebremst worden ist, die Menschen auf einmal gezwungen worden sein zu bremsen, stillzustehen und drauf zu kommen, ich brauche gar nicht so viel. Wieder gemerkt, wie wichtig soziale Kontakte sein. Ich habe vorhin gesagt, 42% Single-Haushalte in Meran. Nicht umsonst ist die Selbstmordrate jetzt auch so gestiegen. Nicht umsonst sind so viele Menschen allein. Nicht umsonst sind so viele draufgekommen, wie wichtig wieder das Zusammensitzen ist, sich begegnen, miteinander zu reden, in Kontakt zu sein. Da ist eine neue Qualität entstanden, wo wir aufmerksam zuschauen müssen und die Ängste für die Leute ernst nehmen müssen. Viele Menschen haben Angst. Wir müssen sie wieder zurückführen zu den sozialen Kontakten. Aber was ganz wichtig ist, wenn wir es schaffen, nicht so schnell wieder durchzustarten, die Geschwindigkeit, wie wir leben, ein bisschen langsamer zu machen, dann hat man alle an Lebensqualität gewonnen. Das Problem ist, wir werden wieder von außen so gepusht, dass wir wieder auf 100 und 120 ins Auge drücken. Aber es geht auch anders. Das hat man die Sache jetzt gelernt. Und aufs Wesentliche zu schauen. Und wie gesagt, die Kontakte mit den Mitmenschen, einmal ein Nachbar sagen, brauchst du Hilfe oder etwas, das sind die Sachen, die ganz nahrisch wichtig sind. Und die Freundschaften zu pflegen. Sich Zeit für Freundschaften zu pflegen. Und was ich jetzt gesehen habe, gerade Männer haben wir gesagt, die kleine Kinder haben, so gesagt, sie haben die Zeit eigentlich momentan sehr genossen, weil sie das sonst nicht gehabt hatten, weil sie hatten müssen
Rennen. Das sind auch positive Seiten. Wie gesagt, unser ganzes Wertesystem ist ein bisschen ins Wanken gekommen. Wir haben auch Existenzängste gekriegt, aber wie gesagt, es gibt auch die andere Seite und jetzt liegt es an uns, das Beste daraus zu machen. Ja, der Bürgermeister Paul Rösch, was hat denn der deiner Meinung nach jetzt in der Krise falsch gemacht oder was hat er besser machen gekannt? Gibt es da Punkte, wo du sagst, die hast du anders gemacht? Der Paul Rösch hat die Landesregierung reden lassen und hat sich nicht viel eingemischt. Er hat ein Buch geschrieben, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es sicher lesen und er hat sich vornehm zurückgehalten. Ich will ihm da jetzt nicht einen Vorwurf machen und nicht, sondern was sein ganz großes Glück ist, und da muss man sich wirklich an den ganzen Altersheimen ein großes Lob aussprechen und auch in der Sanität und den Krankenhäusern. Meran hat das Glück gehabt, kein Hotspot zu sein, sondern hat eigentlich jetzt in der Corona-Zeit sehr, ich muss sagen, ist glimpflich davon kommen. Und das ist ein Verdienst für die Leute, die vor Ort gearbeitet haben. Es ist mit dem Verdienst, dass man versucht hat, die Regeln einzuhalten und alles. Und wie gesagt, es gibt nicht einen Vorwurf zu machen. Ich habe ihn jetzt nicht so stark wahrgenommen. Aber ich muss auch sagen, diese Zeit, und da ist auch die Opposition zurückhaltend gewesen, weil keiner genau gewusst hat, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Aber jetzt, falls noch mal was kommt, dann auf jeden Fall muss man aus den Fehlern lernen. Ja, ich muss jetzt schauen, wie die wir sein. Haben wir genug Sektionen für die Kindergärten? Haben wir Platz für die Schulen? Wie die wir mit den Menschen? Das sind die Fragen, die wir im Herbst erstellen werden, weil das muss jetzt vorbereitet sein. Sie haben jetzt 5 Monate länger Verwaltungszeit bekommen als vorgesehen, aber ich hoffe, dass die 5 Monate auch genutzt worden sind, um für einen zweiten eventuellen Lockdown auch vorbereitet zu sein oder für die Teillösungen auch die Vorschläge da zu haben. Das erwarte ich mir schon, weil sie haben dürfen in Ruhe arbeiten. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Was war so dein politischer Wunsch für die Zukunft? Was soll sich auf jeden Fall ändern da in Meran und in Südtirol? Was war das Wichtigste? Ein großer Wunsch war, dass wir nicht allemal von Demokratie reden, sondern dass wir sie auch ein bisschen mehr leben. Dass die Meinungsvielfalt auch einen Platz kriegt. Weil das Problem ist, dass man oft nicht den Platz kriegt. Es wird in den Medien geschrieben, wie oft ist einer im Gemeinderat präsent. Aber es wird nie geschrieben, wer hat die meisten Wortmeldungen oder so. Das sind Qualitätsunterschiede, die ich einfach sehe. Ich wünsche mir eine größere demokratische Pluralität. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, für die Stadt wünsche ich mir ein gesundes Wachstum und kein Turbo-Wachstum. Ich will jetzt nicht etwas vorantreiben, wo gar keine Nachfrage da ist. Wenn ich also momentan eine negative Geburtenrate habe, dann brauche ich nicht wachsen. Und da sollte man vernünftig handeln. Ich erwarte mir, dass die nächste Stadtregierung ein Verkehrskonzept an den Tag legt, was ein Gesamtkonzept ist und nicht eine Salamitaktik, wo man halt wieder ein Flickwerk macht, wo über Nacht irgendetwas gemacht wird. Und ich erwarte mir eine Aufwertung der Gemeinderäte, weil sonst finden wir in Zukunft keine Leute mehr, die mit Idealismus Politik machen wollen. Weil heim ist gescheiter, ich mache eine Bürgerbewegung und eine Bürgerversammlung, weil viele Politiker rennen leider mehr Sam hin, aber die Gemeinde Räte sind gewählte Vertreter. Ich vertrete über 600 Menschen, die mir die Stimme gegeben haben. Und oft habe ich das Gefühl, dass meine Stimme im Gemeinderat und auch vom Ausschuss nicht gehört wird, weil das System es nicht braucht, dass ich gehört werde. Und da erwarte ich schon ein kleines bisschen eine Qualitätssteigerung. Weil das muss uns die ganze Demokratie auch wert sein. Sonst die machen das gleich falsch sehen. Und selber auch nicht richtig. Ja, danke Peter. Und ich glaube, unsere Zuschauer haben die jetzt viel besser kennenlernen gekannt und können sich auch vielleicht bei der Wahl eine bessere Entscheidung treffen. Ja,
Peter, danke für deine Zeit und ich hoffe, ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Bürgermeisterwahl und für dein privates Leben und so weiter und so fort. Und was wir brauchen, ist auch wieder eine Berührung, auch wenn es Corona nicht Dinge, wo wir können uns danach desinfizieren. Genau. Alles Gute. Danke dir. Danke für die Einladung. Danke dir. Danke.